bin 23 Jahre alt, bin Verteidiger beim SV Waldhof und trage die Rückennummer 5. Ich bin der Nico Segert, bin 23 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler bei Waldhof Mannheim und trage die 68. Wir sind die Zwillinge vom Waldhof und gemeinschaftlich haben wir zum zweiten Mal in Folge mit unserer Mannschaft die Relegationsspiele erreicht. Wir sind jetzt hier am Eisenweg, unserer Trainingsstätte, was gleichzeitig auch der Ausgangspunkt ist. Interessiert wirklich keinen. Nico, wie sieht's aus mit deiner Verletzung? Ist das reich vielleicht bis Sonntag? Ja, wird schwer, aber ich gebe mein Bestes, aber sieht jetzt nicht so gut aus. Aber mal abwarten. Ja, Muskelfaser ist halt ja, ist eine Sache. Ne? Aber ich meine, es wäre halt super, wenn es nach 2 Wochen dann schon klappen würde. Gell? Ja, auf vor jeden Fall. Vor allem dann da, dabei sein, wenn es um alles geht. Auf jeden Fall, ja. Was denkst du? Wie wird das Spiel am Sonntag? Jetzt arg nervös so am Anfang sein? Oder? Ich glaube, alle freuen sich eigentlich nur darauf, weil viele von uns hatten halt schon einfach das Erlebnis letztes Jahr. Dann haben wir noch einige, die auch schon vor großer Kulisse gespielt haben. Und also ich denke, das wird eigentlich einfach nur ein Riesenerlebnis. Ja, und das muss man genießen. Man muss da wirklich alles raushauen, was man hat und Vollgas geben. Und ich bin dann einfach optimistisch, dass es auch dieses Jahr klappt. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Ich denke, das könnte wirklich uns zum Vorteil sein, dass wir letztes Jahr schon vor so einer Kulisse gespielt haben, schon so Duelle hatten, wo es um alles geht, und das könnte uns wirklich könnte positiv für uns sein. Und Marcel, wie erwartest du Meppen am Sonntag bei uns zu Hause? Ja, defensiv, offensiv, weißt du was? Boah, ich kann es schwer einschätzen. Also ich glaube, die werden sich für das Spiel ja individuell was Neues ausdenken, aber ich denke, wir sollten eigentlich nur auf uns schauen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann werden die aus dem Stadion geschossen, ganz einfach. Wir haben unsere Fans und alle von uns hatten das schon letztes Jahr. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir können mit der Drucksituation umgehen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist die gegnerische Mannschaft und 23.000 Verrückte und 11 Bekloppte auf dem Platz, ja, rennen dich und kämpfen dich nieder. Und du kommst nicht aus der eigenen Hälfte raus, und das muss ein Ziel sein. Da weißt du auch nicht mehr, was vorne und hinten ist. Von daher, denke ich, sollten wir uns eigentlich nur auf unsere Stärken konzentrieren und die versuchen, 90 Minuten auf dem Platz zu machen. So, jetzt sind wir in unserem Wohnzimmer im Präventstadion, wo am Sonntag auch die Hütte brennen wird. Ne? Jetzt sind wir hier im heiligen Wohnzimmer für alle Waldhöfer, Calvinstadion. Das ist eine Festung, wird auch am Sonntag eine Festung werden. 23.000 Zuschauer, ja, die einfach alle uns zum Sieg schreien werden. Und wir, die 11 auf dem Platz, wir werden da alles geben, wir werden alles raushauen. Und die Meppener, ja, egal was sie wollen von uns, ja, aber wir werden die niederringen. Wir werden mehr laufen, wir werden mehr kämpfen, wir werden mehr kratzen. Und am Ende werden wir auch das Spiel gewinnen. Ja, also ich war jetzt auch im Training. Die Mannschaft ist einfach heiß. Wir wissen alle, dass wir da nur mit Vollgas den Sieg holen können hier zu Hause mit den Zuschauern. Die geben uns nochmal Schwung. Und ja, die peitschen uns nach vorne und dann werden wir hier das Ding einfach gewinnen.
sind wir hier im Herzen von Mannheim, ne? Direkt am Wasserturm, da wo sich's aushalten lässt und wo auch jeder andere sagt, ist ein schöner Platz in Mannheim. Fans, unterstützt uns nicht nur am Sonntag, kommt auch am Mittwoch nach Meppen, auch wenn ihr keine Karte habt. Wir hoffen, dass wir dort eine riesen Party feiern können, dann auch hoffentlich mit euch. So, hier haben wir im Hintergrund die Mannheimer Planken, ja, wo sich alles bewegt. Hier kann man shoppen gehen, gut essen gehen. Alles dreht sich um diese Straße. Ist leider eine Baustelle zurzeit, wie so viel in Mannheim. Aber gut, jetzt haben wir hier am Wasserturm. Wir werden gerade Gerüste aufgebaut und hier wird auch das Stadtfest stattfinden am Wochenende. Da wird eine riesen Party sein und Nico hat ja schon den Aufruf gestartet. Ich hoff, dass wir dann in Meppen eine ähnlich große Party haben, die wir feiern. Jetzt sind wir hier bei der Eichbau. Das ist auch die Endstation von unserer kleinen Stadtrundfahrt, unserer Vorstellung von unserer Heimatstadt Mannheim. Im Hintergrund seht ihr die Ureichflasche. Jeder Mannheimer, jeder Waldhöfer weiß, wenn er Dorscht hat, ne, trinkt dann Ureich. Und an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön an unseren Trikotsponsor. Ja, das passt einfach. Waldhof und Eichbaum, das gehört einfach zusammen. Und deswegen raus aus Liga 4! Waldhof oder Eichbaumbier.